Freunde, Mob Entertainment hat endlich den nächsten Trailer zu Poppy Playtime Chapter 4 rausgehauen und wir sehen direkt das Monster. Er heißt Jarnaby, er sieht sehr interessant aus, würde ich jetzt behaupten, und er sieht löwenartig aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir jetzt sehen werden. Ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, wie man ihn einbauen wird oder wie man ihn jetzt zeigen wird in dem Trailer. Und wir schauen uns das Ganze jetzt auch direkt an. So Freunde, dann lasst uns mal reinschauen im Poppy Playtime Chapter 4 Trailer Jarnaby. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dürfte mich natürlich sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren nochmal darauf hinweisen, wie er ausgesprochen wird. Aber ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert, weil das Monster sieht schon mal sehr interessant aus. Aber ich habe dazu noch kleine Dinge zu sagen. Aber das machen wir natürlich in der Analyse. Let's go. Okay, man hört auf jeden Fall Poppy. Das ist schon mal sehr interessant, dass man sie hört. Wir sind aber schon ziemlich weit unten, oder? Ah, da ist ja das rote Gas. Der Red Smoke. Okay, wir sind auf jeden Fall in einem Lagerraum gerade. What the fuck? Was macht das Ding für Geräusche? Die blaue Hand, ready, okay. Salzsteine, okay. Oder Tropfsteinhöhle, so mäßig. Mhm. Ah ja, okay. Das ist die Szene, wo wir unsere kleine Baba Jobs das erste Mal gesehen haben. Da haben wir nochmal die Farben von Boxy Boo. Aber laufen wir jetzt mit einer Taschenlampe rum? Ich meine, wir hatten schon im dritten Chapter eine Taschenlampe, aber ich weiß jetzt nicht, warum man die im Trailer so krass zeigt. Okay, das sind die Zellen. Wer ist das? Der hat über den Catnap zerdreht, wenn es ein Catnap war. Boah, musiktechnisch Bombe. Also sehr, sehr gut gemacht. Da ist er sogar. Man sieht ihn. Es ist spannend, sagen wir es mal so. Hä, yeah, was ist das denn? Das Auge, was hat das jetzt damit zu tun? Wait. What the fuck? Wishless Now. Den werden wir auf jeden Fall machen. Weil wir werden das auch hier auf dem Channel definitiv spielen. Aber wir gucken uns das jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe nämlich hier schon die ersten paar Punkte, die mir sehr wichtig sind. Wir fahren hier nach unten mit dem Fahrstuhl. Aber wo ist Poppy? Poppy hört sich sehr weit weg an. Also es hört sich so an, als ob Poppy irgendwie super weit weg ist von uns, obwohl sie aber eigentlich neben uns stand. Der Red Smoke ist klar. Das ist halt einfach, das sind diese Gaspipes, das sollte klar sein. Aber jetzt wird es halt interessant. Wir sind hier in diesem Lagerraum. Der Lagerraum wurde, glaube ich, gar nicht gezeigt. Und wir hören ihn hier auch schon das erste Mal. Man hört also dieses Geräusch, was er macht, dieses Klappern mit den, naja, ich sag mal, mit seinem Mund, Zähnen. Er hat ja jetzt, ich weiß nicht, das ist sehr komisch zu beschreiben. Aber man hört es auf jeden Fall. Caves 1C. Okay. Caves heißt, glaube ich, Zellen oder was in der Art. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hier haben wir wieder diesen Red Smoke. Das sollte auch klar sein. Und hier sind wir jetzt gerade nochmal in diesem Raum, wo wir Baba Jobs das erste Mal gesehen haben. Das habe ich gerade eben schon erwähnt. Aber man sieht hier die ganzen zerstörten und zerfressenen Smiling Critters, allgemein diese ganzen kleinen Spielzeuge. Und ich war mir eigentlich sicher, und darauf wollte ich jetzt auch nochmal eingehen, ich bin mir sicher gewesen, dass die Critters sich gegenseitig gefressen haben. Aber das sieht jetzt gerade eher danach aus, als ob Jarnaby die gekillt hat. Weil das Ding ist, wir haben ja im Arc mehrere Dinge bekommen. Und man hat im Arc einen Teil gehabt, das blende ich euch auch gleich mal ein, wo drin steht, dass er die Köpfe
der Spielzeuge abnimmt, weil sie dann schöner aussehen für ihn. Was Harley Sawyer in dem Moment nicht verstanden hat, warum er das genau macht. Aber die Spielzeuge sollten schöner aussehen und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen auf seine Monsterform bzw. auf seine Bigger Body Form gelegt. Was sehr, sehr interessant ist, weil das sind halt einfach Züge, die die haben. Wir haben jetzt keine weiteren Nightmare Critters gesehen oder sonstiges. Aber das ist auf jeden Fall düster. Es wird sehr, 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 sehr düster werden. So, hier haben wir nämlich nochmal gleich die Zellen. Die eine ist offen. Aber ansonsten haben wir da sonst noch irgendwas, was wir jetzt sehen müssten. Wartet mal, gehen wir kurz zurück. Gehen nochmal kurz zurück und schauen mal. Okay, es sind nicht alle Zellen geöffnet. Die Zelle hier ist zu. Man sieht es halt gerade sehr schlecht. Und die Zelle ist offen. Okay, das ist sehr, sehr interessant, dass nicht alle Zellen offen sind. Da haben wir... Ist das... Ich weiß halt nicht, was ist das? Ist das ein Catnap? Nee, das ist kein Catnap, oder? Es ist auf jeden Fall einer der Critters. Nightmare oder Smiling Critter, eins von den beiden. Und er hat ihn einfach zertreten. Das heißt, er nimmt keine Rücksicht. Das ist... Es ist halt einfach rücksichtslos. Man sieht hier, dass es so ein bisschen wuschelig ist. Und was mir aber gerade sehr aufgefallen ist, als ich das erste Mal gesehen habe. Erstmal ist das gerade sehr, sehr komisch, was wir jetzt gerade sehen. Weil das ist Safe Call, irgendwas mit Boxy Boo. Aber was ist das? Was liegt da? Ich kann es halt nicht identifizieren. Was ist das? Das sieht aus wie... Ich weiß nicht, sieht irgendwie komisch aus. Das sieht irgendwie aus wie ein Catnap, aber irgendwie auch nicht. Ist das ein Smiling Critter? Ich weiß, ihr schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, was das jetzt ist. Aber es sieht sehr, sehr weird aus. Was das jetzt sein soll, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das werden wir erst erfahren, wenn wir das Spiel spielen können. Oder im nächsten Trailer. Jetzt wird's wichtig. Habt ihr diese Musik gerade gehört? Das Ding ist, wir wissen, dass Boxy Boo auch Musik abspielt. Und Boxy war das erste Experiment, was gelungen ist. Warum kann Jarnaby aber diese Musik abspielen? Das würde ich gern wissen. In welcher Beziehung steht er zu Boxy Boo? Weil Boxy kann ja auch, da macht er seinen Mund auf. Also er macht das jetzt auch, ich zeige euch das jetzt. Er macht so den Mund auf und Boxy macht den halt nach oben auf. Und genau das ist das, was mich gerade super... Das verwirrt mich halt einfach gerade. Der muss irgendwie in irgendeiner Hinsicht definitiv mit Boxy Boo zusammenhängen. Aber was genau, werden wir auf jeden Fall erst im Chapter 4 erfahren. Er ist auf jeden Fall super interessant, ich mag ihn. Aber er ist halt wirklich, wirklich, wirklich weird. Man weiß halt nicht genau, was da genau abgeht. Aber wie gesagt, wir sind ja nun nicht mehr so lange vom Januar entfernt. Ich finde es... Character Design schon sehr, sehr interessant. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass dieses Character Design, was sie hier haben, dass man das schon mal gesehen hat. In einem Fanmade Trailer von, ich glaube, das war Mojia Games. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber der hat auch sowas Ähnliches gemacht, das genauso aussah, nur als Clown. Ich glaube, das hieß Lulu the Clown. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich blende euch das jetzt einfach mal hier irgendwo ein, damit ihr mal diese Referenz seht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich da so ein bisschen orientiert haben dran, aber das da ist auf jeden Fall sehr, sehr geil und ich bin sehr gespannt, was dieses Monster bzw. Experiment 1166 ist das ja, was der mit uns anstellen wird und was da passieren wird in dem Spiel. Nicht Trailer, sorry. Mega geil, ich feiere es auf jeden Fall. Sehr schön. Es wird sehr düster werden. Sehr, sehr düster. Das wird richtig krass. Ich glaube, wir werden da unten nochmal richtig, richtig viel erfahren. Und werden auch richtig viele dunkle Geheimnisse der Playtime Crew aufdecken. Ich habe da schon richtig Bock drauf. Ich weiß halt leider nicht genau, wann das im Januar kommt. Aber, ich habe das gerade eben schon erwähnt, wir werden das komplett spielen. Ob ich das als Let's Play mache oder ob ich das als Livestream mache, weiß ich noch nicht genau. Aber wir werden es definitiv spielen. Ich muss ihn mir einfach nochmal anschauen. Der ist wirklich super interessant. Der sieht aus wie so ein... Wisst ihr, okay, gut. Erinnert ihr euch an die Blume? Der hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Blume. Ich glaube, Daisy hieß die. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das soll wahrscheinlich ein Löwe sein oder sowas. Ich vermute mal, dass es ein Löwe darstellen soll. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, was der junge Mann hier darstellt. Super interessant.
schauen wir uns jetzt mal ganz kurz noch den Mund hier an. Die Zähne sind halt teilweise abgebrochen und hier sieht man so ein bisschen, ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen aus wie bei einem Kraken, so ungefähr. Ich glaube, das sind Kraken, die das auch haben. Das sieht aber super interessant aus. Mal sehen, wie die Chases werden. Und ich hoffe so sehr, dass sie es nicht wieder wie bei Catnap machen, dass man ihn nur 3-4 Mal sieht und dass man keine Chase-Sequenzen mit ihm hat. Weil das wird wichtig für Chapter 4 werden, dass es halt doch nochmal diesen Horror mit reingedrückt kriegt. Gute Chases, lange Chases vor allem auch. Also nicht übertrieben lang, aber etwas länger. Und mehr Screentime, gerade für die Monster. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir vielleicht nicht doch noch Boxy Boo sehen sollten. Weil diese ganzen Muster an den Wänden, die gehören einfach zu Boxy. Für mich zumindest. Und das, was wir hier gesehen haben, ist auf jeden Fall nicht Boxy Boo. Er hat auf jeden Fall was mit Boxy Boo zu tun, so wie das aussieht. Keine Frage. Was werden wir auf jeden Fall irgendwann noch wissen und werden wir rausfinden, weil zudem will ich auf jeden Fall ein komplettes Video machen, aber da müssen wir wohl leider noch ein bisschen warten. Okay Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und die kleine Analyse und meine kleine Meinung zu diesem wundervollen neuen Monster in Poppy Playtime Chapter 4, lasst sehr sehr gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, was Poppy Playtime angeht, und ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend, vielen vielen Dank fürs Reinschauen und ich und Jarnaby sagen erstmal Ciao.